Gott. Ich weiß, sehr lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vorher habe ich das Video schon mal angefangen, habe von was ganz anderem geredet, was ich eigentlich nicht reden wollte. Es geht ja heute ums Kofferhalten. Und ja, ich weiß, meine Haare sind über Nacht gewachsen. Ich habe mir Extensions gekauft, aber ich mache als nächstes noch ein Haul-Video. Und da rede ich dann mehr drüber, weil da gehe ich dann näher drauf ein. Weil sonst würde das jetzt da den Rahmen total sprengen in dem Video. Fangen wir jetzt mal mit dem Kaufverhalten an. Ich weiß nicht, ob ihr die Jahresfavoriten noch sehen wollt. Ich werde sie natürlich trotzdem abdrehen, aber ich hoffe, ihr wollt sie noch sehen. Ich hoffe es, weil ich werde das vordrehen. Also ich hoffe, ihr habt noch Interesse dran, weil... Ja. Es ist lang her, ich weiß. Fangen wir mal mit dem Kaufverhalten an. Ich war brav im Dezember. Ich habe halt ein paar Weihnachtsgeschenke gekauft, aber es waren halt jetzt nicht so extrem viele. Und die kann man ja nicht dazu zählen beim Kaufverhalten. Sorry, ich muss jedes Mal rumfummeln an meinen Haaren. Ich habe mir ja dieses Set von Too Faced gekauft. Ich zeige euch das schnell. Oh, komm. Alter Schwede. So. Oh nein, jetzt habe ich da den Stiefel kaputt gemacht. Einen habe ich auch gerade in meiner Handtasche, weil ich den so oft verwendet habe. Das ist der Pumpkin Spice. Den habe ich, oder? Nö. Den Hot Bird Caramel habe ich in meiner Handtasche. Da ist der Caramel Spice. Ich glaube, das ist der einzige, den ich noch nicht verwendet habe. Alle anderen drei habe ich schon benutzt. Und ja. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das war ja diese Weihnachts-Edition. Da dürft ihr mich nicht fragen. Das war das Böse, was ich mir gekauft habe. Ich glaube, da war da sogar die Vivi dabei, wenn ich mich nicht irre. Weil wir haben sich ja im Dezember, glaube ich, getroffen. Ich hoffe es. Das mache ich die ganze Zeit, seit ich diese Haare habe. So. Immer so. Auch wenn ich mit Kunden rede oder so, fange ich immer so an. Voll krank, oder? So, ich höre schon auf damit. Ich weiß, dass viele das hassen, wenn man in den Haaren rumfummelt. Ja. Ich habe mir auch Mangas gekauft, die habe ich aber jetzt nicht da. Ich habe die auch noch gar nicht gelesen, muss ich ehrlich zugeben. Weil ich gehe so gerne in Tali... Ich habe es schon wieder gemacht. Ich gehe so gerne in den Thalia rein und da gibt es jedes Mal urschöne Mangas. Und ich muss mal auf der Maria-Hilfer-Straße in den Thalia reingehen, weil die haben sicher mehr Mangas als beim Donauzentrum. Ja, dann steht da noch der M-Hall und Müller-Hall. Aber ich glaube, da habe ich damals eh ein Video gemacht. Ich glaube. Aber ich, also ausgeben habe ich 45, 55. Ja, man kann das so schlecht lesen. Ich habe mir diesmal eh für das 19er, also 2019er gelbe Farbe ausgesucht, weil sonst sieht man das ja nicht, wenn ich das anmal. Ja, es steht auch nichts Schlimmes da. Ich habe ein bisschen was geshoppt, aber das war jetzt halt nicht so extrem viel. Ich hoffe, dass die 45 Euro überhaupt stimmen. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber es ist Dezember, also machen wir da mal nicht so ein Drama draus. Ich habe mir auf jeden Fall in dem Dezember noch ein paar Sachen gekauft. Und zwar diesen Pinsel von Essence. Ich habe ihn noch nicht verwendet. Ich habe den komplett vergessen, dass ich ihn habe. Echt bescheuert. Da bin ich wirklich froh, dass ich mir diese Highlighter von Catrice nicht gekauft habe. Kennt ihr diese Kollektion mit den drei Highlightern? Ich wollte da unbedingt zwei haben, habe es mir aber nicht gekauft und ich bin so stolz auf mich. Da bin ich wirklich stolz auf mich. Nur bei Pinseln kann ich halt nicht so oft Nein sagen. Und der war so geil. Das hat mich an einen Zauberstab erinnert, den ich früher mal als Kind hatte. Das war so ein langer Zauberstab mit blauem Glitter drinnen. Und jedes Mal, wenn man das so gemacht hat, hat das so mit dem blauen Glitter, war das nur beim Zauberstab. Und das hat mich so daran erinnert, dass ich den unbedingt haben wollte. Gestört, ich weiß. Da ist noch ein bisschen Kind mit mir durchgegangen. Aber ich fand den so schön. Der hat auch Zuckerstangen drin. Jetzt sieht man es, glaube ich, ein bisschen. Also da hat Essence wirklich eine coole Idee gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich den verwenden werde. Weil der ist sowas von schön und ich habe mir noch einen gekauft. Ja. Aber einen anderen. Und den seht ihr im Haul-Video. Ich glaube, den habe ich in das Haulsackerl reingeschmissen. Aber den muss ich haben. Das ist so richtiges Kindheitsding. Hat den von euch auch jemand deswegen gekauft? Weil jemand den als Kind als Zauberstab hatte? Also bei mir war das... Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mir sogar noch einen zweiten genommen. Aber ich habe mir gedacht, na, gibt jemandem die Hoffnung, dass jemand sich auch einen kaufen kann. Von denen spiele ich mich die ganze Zeit. Damit räumen wir es lieber weg. Aber das musste schon kindheitsmäßig, also wegen der Kindheitserinnerung musste das sein. Ich habe auch gesehen, ich habe mir eine Tuchmaske so gekauft. Das ist eine Melone von Balea. Und ich weiß gar nicht, ob ich die von Balea mochte. Und ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Alter Schwede.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch vor, bald ein Aufgebrauchsvideo zu drehen für Jänner. Januar für die Deutschen. Aber das ist nicht so viel. Also werde ich jetzt noch eine Woche, ich weiß, das ist das Urschummeln, aber damit ich euch, weil das ist nicht wirklich viel, da kann ich euch wirklich nicht viel zeigen, wenn ich euch das jetzt abdrehen würde. Ich werde jetzt noch die Woche sammeln, wo ich arbeiten bin. Und dann muss ich gucken, wann ich das drehe. Ob sich das dann schon am Sonntag ausgeht oder nicht. Muss ich gucken. Aber da halte ich euch auf den Laufenden auf Twitter oder Instagram oder was noch. Snapchat bin ich nicht so oft, aber ich halte euch auf den Laufenden. Dann habe ich noch zwei Sachen. Das sind die zwei letzten. Ich habe gar nicht gewusst, dass davon ein Bananen... Ich bin wirklich... behindert. Wirklich behindert. Da sieht man, was bei Dezember alles rauskommt. Den, warum ich mir den gekauft habe, fragt mich nicht. Ich glaube, der war damals reduziert und die Lin hat mich überredet, den zu kaufen. Aber er riecht, das ist der erste, der gut riecht, finde ich, von ihr. Zumindest in der Verpackung, wo die nicht halber der Kotzreiz hochkommt. Aber ich finde, der riecht gut. Das ist dieser Coco-Cocktail. Den gibt es ja schon ewig, glaube ich, nicht mehr. Und der hat mir auch gefehlt, sage ich ganz ehrlich. Aber der riecht gut. Der riecht echt gut. Also, was mich halt nur stört, ist, dass die, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera, oh ja, man sieht es eh, glaube ich, die werden so schnell schmutzig, die Verpackungen. Da schauen die Kunden extra, dass sie ein schönes kaufen und dann, wenn du es in die Tasche hast von deinem Einkaufssacker, ist das sowieso dreckig, also das ist eh wurscht. So, dann habe ich noch gesehen, ich habe noch ein Babyshampoo gekauft. Also ich brauche für meine Pinsel wirklich jetzt sehr lange keine Shampoos mehr kaufen, mir rutscht gerade mein Oberteil hoch da. Weil ich habe noch ein Karamell von dem. Und noch so kleine, habe ich vor kurzem auf Instagram postet, habe ich zu Weihnachten bekommen, ganz viel. So Sias-Shampoos und das mag ich überhaupt nicht, das Shampoo. Deswegen nehme ich das für meine Pinsel. Ich habe es nämlich einmal aufgebraucht und ich fand das richtig schrecklich, deswegen werde ich es für meine Pinsel nehmen. Das habe ich aber auch für meine Pinsel. Ich stehe auf diese Limited Editions von Sorbet. Da habt ihr das. Und das ist Banane, Eisbonbon und Banane. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Oh mein Gott. Alter Schwede. Das riecht wirklich, wirklich gut. Ich will das gar nicht verwenden. Das riecht, es riecht aber nicht nach Banane. Ich finde, es riecht nur nach Eisbonbon. Bonbon. Das riecht geil. Das riecht wirklich geil. Ich würde das sogar als Duschgel verwenden, statt für die Shampoos. Statt als Shampoo für meine Pinsel. So, das war jetzt vorher kein Deutsch. Das riecht ungeil. Vielleicht benutze ich das auch als Duschgel. Ja. Das war's mit dem Kaufverhalten. Ich weiß, es war wirklich ein bisschen wieder wie ein Haul. Ich bin noch immer am Überlegen, wie ich das am besten machen kann. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich es dann ein bisschen anders, aber ich muss noch überlegen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es jetzt, glaube ich, relativ kurz wieder war. Aber, und wieder wie ein Haul, sorry. Aber ich muss mir was überlegen, wie ich das mache. Ich muss mir das wirklich überlegen. Ich weiß nur noch nicht wie, aber ich werde es mir überlegen. Und also heute sieht man das sehr stark, dass das nicht meine sind. Heute sieht man es sehr, sehr stark. Letztes Mal hat man es nicht so stark gesehen. Egal. Ist ja nicht so schlimm. Okay, ich muss zugeben, ich habe es heute auch nicht... normalerweise gehe ich mit dem Glätteisen ein bisschen drüber. Aber mein Glätteisen ist so scheiße. Und mein Lockenstab ist tot, also muss ich mir was kaufen. Ein Glätteisen, wo man auch Locken machen kann. Weil ich habe nur das eine Lockengerät von der Paris Hilton. Und ich weiß nicht, ob das damit funktioniert. Das muss ich noch probieren. Also egal jetzt von meinen Haaren. Ruhe jetzt. Ich rede im Haul-Video, glaube ich, mehr drüber. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen verwirrend war, weil ich muss erst wieder ins Drehen reinkommen. Aber wir sehen sich wieder im nächsten Video. Bye.